Seit Monaten beherrscht diese Diskussion die bayerische Kulturszene. Braucht München einen neuen Konzertsaal oder nicht? Bei einem parlamentarischen Abend haben die Freien Wähler genau darüber mit Experten gesprochen und sind zu einem klaren Ergebnis gekommen. München braucht einen neuen zusätzlichen Konzertsaal. Der Münchner Abgeordnete und Vorsitzende des Landtagskunstausschusses, Professor Michael Piazzolo, löste mit dieser Forderung bei allen anwesenden Gästen und besonders bei den geladenen Experten Beifall aus. Denn auch sie sind sich einig, dass der Gasteig als Konzertsaal nicht mehr ausreicht. Die Qualität der Akustik im Gasteig ist für die Größe des Saales, für die gewaltige Dimension immer noch sehr gut, wenn es auch differenzierte Plätze gibt. Aber wir brauchen selbstverständlich endlich einmal einen Konzertsaal, in dem auch das Repertoire des Barocks, Mozart, Haydn ideal klingen. Und die kann man in keinem Saal der Welt, der so groß ist wie Gasteig, vernünftig unterbringen. Neben der Akustik sprechen aber noch weitere Faktoren für den Neubau eines Konzertsaals. Zum Beispiel die damit steigende Bedeutung der Kulturstadt München für ganz Bayern. Hans-Peter Röthel, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Konzertsaal München. Wir wollen unbedingt ein Konzerthaus und eben ein Haus haben, das sich eignet für alle kulturpolitischen Möglichkeiten, die sich bieten im musikalischen Bereich, vor allem natürlich auch in der klassischen Musik. Wir möchten, dass ein Konzertsaal dort implementiert wird, darüber hinaus natürlich auch Räumlichkeiten, beispielsweise für Musikschulen. Wir könnten uns vorstellen, dass dort auch eine Musikbibliothek entstehen könnte. Es könnten Austauschräume sein. Ich denke, dass es vielfältige Möglichkeiten gäbe, um dieses Haus mit Leben zu erfüllen und ein ganztägige Bespielung dieses Hauses möglich zu machen. Die Botschaft ist also klar. München braucht einen neuen Konzertsaal. Das hat zwischenzeitlich wohl auch Kultusminister Spänle erkannt und nun sogar selbst einen Standort für den Neubau vorgeschlagen. Zur Freude der Freien Wähler. Ja, ich bin zum einen froh, dass die CSU erkannt hat, dass sie auf einem Holzweg war, dass das Gutachten deutlich gemacht hat, dass man in einem Gasteig nicht zwei Orchester zur gleichen Zeit unterbringen kann. Der neue Standort, der jetzt im Gespräch ist, Olympiapark, ist ein Standort, den man sicher gut diskutieren kann. Aber ich bin der Auffassung, es sollte nicht der einzige sein. Man sollte weiter über den Finanzgarten und einige andere Standorte in München nachdenken.